Und jetzt die Reisebienen-News rund um Australien. G'day Mates, herzlich willkommen zu der neuesten Ausgabe unserer Reisebiene-YouTube-News rund um Australien. Diesmal wieder für euch aus Berlin. Australien, aber auch Neuseeland steht am 25. April mit dem Anzac Day Feiertag ein ganz großes Ereignis bevor. Es ist genau 100 Jahre her, dass die Truppen auf der türkischen Halbinsel Gallipoli gelandet sind und damit erstmals aktiv in den Ersten Weltkrieg eintraten. Trotz dessen oder vielleicht gerade weil diese Kämpfe bei Gallipoli mit einer großen Niederlage für die alliierten Truppen einhergingen, wird der Anzac Day mit großen Feierlichkeiten dieses Jahr begangen. So werden der australische, aber auch der neuseeländische Premierminister in Gallipoli anwesend sein, um bei den Gedenkzeremonien teilzunehmen. Und auch Prinz Charles und Prinz Harry haben sich angekündigt. In Australien und Neuseeland selbst finden natürlich unzählige Zeremonien statt, aber auch Ausstellungen oder auch Märsche durch die Städte. Mehr dazu erfahrt ihr bei uns im Reisebiene-Blog. Yay! Die Regenzeit im Norden Australiens ist endlich vorbei. Der Regenschirm kann damit erstmal wieder weg. Mit dem Beginn der Trockenzeit und damit der Hochsaison strömen die Leute alle jetzt hinauf Richtung Cairns, Darwin oder in den Nordwesten des Landes, denn im Süden Australiens wird es zunehmend kälter, der Winter zieht ein. Für diejenigen, die sich genau jetzt hoch in den Norden begeben, die haben vielleicht noch die Chance, so ausklingende Naturspektakel der Regensaison mitzunehmen, denn das Wasser ist noch nicht ganz zurückgewichen, so sind manche Wasserfälle immer noch ein wenig tosender, als es in ein paar Monaten der Fall sein wird. Alle diejenigen, die vorhaben, in der kommenden Wet Season in den Norden Australiens zu reisen, finden wichtige Infos und Tipps dazu auf der Reisebiene-Seite. Den Link dazu findet ihr wie immer unten in der Beschreibung. Mit der einsetzenden Trockenzeit bewegen sich natürlich auch sehr viele Autofahrer auf ihren eigenen vier Rädern hinauf in den Norden. Sehr hilfreich kann dabei die Wikicamps Australia App sein. Sehr viele Leser haben uns positiv davon berichtet, also haben wir sie jetzt mal selber getestet. Mit dieser App, die sich auf sämtlichen Smartphones betreiben lässt, kann man super schnell und unkompliziert den nächsten Stellplatz für die Nacht finden, sei es Campingplatz oder Rest Area. Mehr Infos dazu und unser persönliches Fazit findet ihr auf der Autofahren-Seite und natürlich den Link, wie ihr ja schon wisst, unten in der Beschreibung. In Western Australia ist jetzt die Walhai-Saison gestartet. Die größten Fische der Welt halten sich jährlich zwischen März und August in den Gewässern im Nordwesten des Bundesstaates auf. Ein Highlight ist natürlich, mit diesen großen Meeresbewohnern auch zu schwimmen bzw. zu tauchen. Touren werden ab Coral Bay und Exmouth angeboten. Natürlich kann nicht immer garantiert werden, dass man die Walhaie auch zu Gesicht bekommt, aber die Erfolgsquote im letzten Jahr lag immerhin bei 92%. Und diejenigen, die es nicht schaffen, auf eine solche Tour zu gehen, die können immerhin noch im Ningaloo Reef schnorcheln im Weltnaturerbe oder sich zumindest darin üben, Walisch zu sprechen. Bereits in einer der letzten News hatten wir euch darüber informiert, dass Australien anlässlich des 60. Geburtstages des Eurovision Song Contests erstmalig an diesem Wettbewerb daran teilnehmen kann. Nun steht auch der australische Teilnehmer fest. Es ist Guy Sebastian. Der sagt einem hier in Deutschland so gut wie gar nichts, aber in Australien ist er eine sehr große Nummer, denn er hat vor vielen, vielen Jahren den ersten Australian Idol Wettbewerb im TV gewonnen. Teilnehmen tut er mit einer sehr schnellen Soul-Pop-Nummer, ein bisschen wie Bruno Mars. Mal schauen, wie er sich schlägt. Die Quoten für ihn stehen nicht ganz so schlecht, immerhin 1:6. Bisher muss er sich eigentlich nur Estland, Italien und den Schweden bei den Wettquoten geschlagen geben. Also werden wir sehen, ob der Wettbewerb oder ob der Beitrag, der australische Beitrag, wirklich einmalig bleibt. Deutschland, ganz nebenbei gesagt, dümpelt im unteren Feld, was die Wettquoten betrifft. Eines dieser kuriosen Events Australiens findet vom 15. bis zum 17. Mai im Hinterland von Queensland statt. Dann rennen Teilnehmer auf 149 Kilometer mitsamt einer Schubkarre um die Wette. Sie tun das in Gedenken an die Pioniere des 19. Jahrhunderts, die mitsamt Habseligkeiten und Schubkarre Richtung Goldfelder zogen. Die Erlöse von diesen Rennen gehen zu wohltätigen Zwecken, vor allem an die kleinen Gemeinden im Outback Queenslands. Mehr Infos dazu natürlich im Reisebiene-Blog. Der Link dazu in der Beschreibung. Europäische Filmemacher aus Polen, der Slowakei und Tschechien haben es sich jetzt zum Ziel gesetzt, mit zwei strahlend gelben Trabis Australien zu durchqueren. Sie sind auch schon angekommen in Perth, aber die Trabis hängen momentan noch beim australischen Zoll fest und es kann wohl auch noch eine Weile dauern.
Von Perth soll es rübergehen nach Sydney und von Sydney hoch nach Darwin und dann auch noch weiter über Indonesien nach Südostasien. Das klingt nach einem spannenden Trip und wir verfolgen natürlich die drei Jungs dabei und bei Neuigkeiten halten wir euch auf dem Laufenden. Zum Abschluss wie immer noch der Wechselkurs. Für 1 Euro erhaltet ihr derzeit ca. 1,38 Dollar. So, das war's mit den News für heute. Wenn es euch so gut gefallen hat, dann abonniert uns, damit ihr auch ja up to date bleibt, was da unten so passiert. Gebt uns den Daumen nach oben und wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt, rein damit ins Kommentarfeld. Wir sind dabei und beantworten alles so schnell wie möglich. Ansonsten bleibt mir nichts anderes zu sagen, außer viel Spaß in Australien oder viel Spaß bei der Planung. Bis zum nächsten Mal. See ya!